Ja, zuallererst, der CDU-Vorsitzende in Brandenburg, Ingo Senftleben, tritt laut Medienberichten von allen Ämtern zurück. Der 45-Jährige war der Spitzenkandidat seiner Partei bei den Landtagswahlen am 1. September. Die CDU erreichte in Brandenburg mit 15,6% das schlechteste Ergebnis seit 1990. Dadurch verschärften sich die internen Konflikte. Die SPD bleibt stärkste Kraft, aber auf Platz 2 in Brandenburg schaffte es die AfD. Mit dem Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz, der Verbindungen zu Rechtsextremen einräumen musste.